Das ist aber eine ganz doofe Brücke, du. Alter, lässt er seinen scheiß Blinker an? Um die Frage gleich mal vorwegzunehmen, nein, es ist nicht der gleiche Audi wie aus dem letzten Clip, auch wenn sie hintereinander geschnitten sind. Ja, ich habe mich in der Situation mal dazu entschlossen auszusteigen und ja, das Ganze zu klären. Also ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass er halt seinen Blinker noch anhat und er hat auch recht freundlich darauf reagiert. Ja, er meinte halt, ich hätte ihn überholen wollen. Ich meinte, ja klar, ich dachte, dass er halt links abbiegt, deswegen bin ich rechts an ihm vorbei. Ja, für alle, die jetzt meinen, wir blockieren die Straße, nein, bitteschön die Einblendung. Die Ampel ist zwar grün, aber hinter uns ist keiner, also alles kein Problem. Tja, viel Spaß weiter mit dem Video. Ich hab Züge gespült, da habt ihr noch im Himmel gespielt. Ich bin von eurer Sterblichkeit angeekelt und versteh kein Wort, wenn ihr alle durcheinander betet. Hab Originalaufnahmen vom Holocaust, denn ich hatte meine GoPro auf. Moses und ich haben Lines auf den Steintafeln gezogen. Links auf Wilmersdorfer Straße, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Was denn, Ballon? Wie wär's, wenn man nicht hinter einem rückwärtsfahrenden Auto langfährt? Wie wär's, wenn man nicht hinter einem rückwärtsfahrenden Auto langfährt? Wenn du die ganze Zeit hier fährst und ich dich anschaue, dass du dich nach hinten guckst. Ich hab eine Rückfahrkamera. Warum hast du nicht geguckt? Ich hab geguckt. Alter, du fährst die ganze Ehrlich. Um das Ganze mal kurz aufzuklären, ich habe eine ziemlich breite C-Säule und durch das andere Auto neben mir konnte ich auch nicht viel sehen, deswegen bin ich langsam in Schrittgeschwindigkeit rückwärts rausgerollt. Ich war ja auch schon über die Hälfte draußen aus der Parklücke, habe auch die ganze Zeit rechts geblinkt, als er an mir vorbeigefahren ist. Habe ja auch sofort angehalten, sobald ich ihn gesehen habe. Es war auch
gar nicht mal so knapp nach hinten hin, also ich habe ihn relativ früh gesehen. Ja, er hat ziemlich aggressiv gewirkt, deswegen habe ich versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer im Recht war. Ich bin nur der Meinung, als Fahrradfahrer sollte man an einem rückwärtsfahrenden Auto vielleicht nicht unbedingt vorbeifahren. Kollege, ich habe aber geblinkt. Das war jetzt nicht so freundlich. Ja, ich stand in zweiter Spur, aber ich habe eigentlich rechtzeitig geblinkt. Und wie man im Video sehen kann, der Bus hat nicht geblinkt. Und auch an der Haltestelle später blinkt er nicht, um anzuhalten. Der scheint das Blinken allgemein nicht für wichtig zu nehmen. Da haben echt nur noch ein paar Zentimeter gefehlt zwischen meinem Kotflügel und dem Bus. Also ich würde sagen, Fehler wurden hier auf beiden Seiten begangen. Um rechts auf Langenscheidstraße abzubiegen. Mobiler Blitzer in 500 Metern. Kommen wir nun zum letzten Clip. Auf der linken Seite sehen wir einen klassischen Mittelspurschleicher. Dieser wird in der späteren Szene noch relevant. Aber was erblicken wir da vor uns? Oh, einen Nachtschatten. Ich sehe so viele Leute, die ohne Licht nachts unterwegs sind, das ist unfassbar. Ich versuche die Leute dann auch immer darauf aufmerksam zu machen, Lichthupe, Licht an, aus, bla bla bla, sieht man ja hier auch im Clip. Teilweise reagieren sie, machen das Licht an, teilweise passiert auch gar nichts. Weshalb ich den Clip reingenommen habe, ist, dass der Mittelspurschleicher nochmal relevant wird. Sobald ich nämlich am Nachtschatten vorbei war, habe ich hinten Nebelschlussleuchte an- und ausgemacht, Licht an- und ausgemacht. Und der Mittelspurschleicher hat dann daraufhin Fernlicht eingeschaltet. Nicht irgendwie kurz Lichthupe oder so, nein, er hat einfach das Fernlicht angemacht und das dann noch angelassen. Ganz am Ende im Clip ist dann nochmal zu sehen, wie der Nachtschatten sein Licht endlich anmacht. Wie man vielleicht merkt, habe ich angefangen, die Clips mehr mit Audiokommentaren zu versehen. Mich würde an dieser Stelle jetzt mal interessieren, ob euch das gefallen hat, ob ich sowas öfters machen soll oder ob das Ganze eher störend bei den Clips ist. Übrigens an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle anderen Dashcam-Kanäle und insbesondere auch an Sascha, denn durch die Erwähnung in seinem Video habe ich jetzt endlich die 600 Abonnenten erreicht. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch gerne ein Like da oder wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert doch meinen Kanal für mehr Videos.